Hallo, hier ist die Chrissy nochmal. Wieder mit dem Blick, aber diesmal aus meinem Wohnzimmerfenster. Der zeigt also Richtung Norden, der Blick. Aus dem Video, was aus meinem Küchenfenster, war ja gen Westen und das ist hier also Richtung Norden. Ihr seht, also es hat sich über meine ganze Dachfläche breit gemacht, diese Harbwolken. Es sind garantiert Harbwolken, denn das sind ja keine normalen Wolken. Und dass es Harb gibt und dass wir jetzt mittlerweile alle wissen, dass die damit Wolken erzeugen können, in Verbindung mit den Chemtrails, ist klar. Also das ist das Ergebnis. Teilweise ist es wunderschön anzusehen, auf der anderen Seite aber auch sehr beängstigend. Also für mich jedenfalls, ich empfinde das so. Und da steckt also eine Kraft drin, das ist ungeheuerlich. Man hat vielleicht gar keine Vorstellung davon. Ich will mir das auch nicht vorstellen können. Aber so ist es nun mal. Und wir müssen uns wohl oder übel wahrscheinlich leider damit abfinden. Mittlerweile sind es also ganz, ganz viele User, die sich im Internet schlau gemacht haben, die wissen, was Ambach ist. Andere wiederum, die uns halt eben für Verschwörungstheoretiker halten, sollen damit zurechtkommen mit ihrem Leben. Die werden aber bitterböse, wenn denn dann der Knall kommt, ja, sich umschauen und gar nicht mit der Situation umgehen können. Und ich persönlich habe mich also darauf vorbereitet, auf den großen Tag, sage ich jetzt mal, denn der Tag, der wird kommen. Schaut mal da, die weiße, kalte Sonne im blauen Schein. Also Sonnenschein ist für mich normalerweise rot, die Sonne ist rot, dann der Schein, jeder kennt das Abendrot. Vernünftigen, schönen Sonnenuntergang, aber dieses hier, ich meine, das ist auf der einen Seite von Farben her schon eine tolle Sache, also fand ich ganz toll. Nur wie gesagt, da steckt die Hölle drin in diesem und deswegen wollen wir das jetzt mal einfach nicht mehr näher besprechen. Der Tag wird also kommen, ja, und bei der Gelegenheit möchte ich euch mal mitteilen, dass ich vor 23 Jahren eine Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise zwei. Ich nenne sie jetzt mal Toterfahrung, Nahtoderfahrung. Ich weiß ja bis heute nicht, was es ist. Ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen, außer jetzt mit meinen engsten Freunden, mit meinem damaligen Mann. Und irgendwo bin ich da belächelt worden. Es ist also Folgendes passiert. Ich hatte mal nachts einen Erstickungsanfall. Ich konnte nicht schlucken und wäre da fast erstickt und habe also in der letzten Sekunde da nochmal die Kurve gekriegt. Ich habe mir dann bin aufgestanden. Ich habe schon gar keine Luft mehr bekommen. War wahrscheinlich auch schon blau. Habe mir dann einen Schluck Wasser getrunken und dann musste ich ja schlucken und dann ging das. So, und 3 Tage später, nachdem das da passiert ist, nachts habe ich ja, diese Toderfahrung, Nahtoderfahrung, wie auch immer, gehabt. Ich würde fast behaupten, das war das Jenseits, in dem ich mich in dieser Nacht befand. Übrigens, das habe ich in 14 Tagen später dann nochmal erlebt. Dieser Zustand, wenn es das Jenseits ist, ich kann euch nur sagen, das ist einfach ein Traum. Und wenn für mich hier Schicht ist, wenn ich dieses dann nochmal erfahren darf, ich möchte nicht mehr wiederkommen. Ich möchte mich vorbereiten oder vorbereitet sein, nicht mehr wiederzukommen. Denn das Eingehen in die Hülle, ich habe mich ja selber da gesehen des Nachts im Bett mit meiner Nachtwäsche. Und das war ganz, ganz widerlich. Und dieses Feeling dort, sage ich jetzt mal, war einfach. Während des Nahtods, während des Todes im Jenseits, wie auch immer, fantastisch. Also es war hell, es war weich. Ich empfand es als wohlig, als angenehm und als ob die Seele gestreichelt, zärtlich gestreichelt wird. Also es ist ein wunderbarer Zustand, da will man eigentlich gar nicht weg. Und ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, dass ich da wieder in meine körperliche Hülle gekommen bin. Man sagt ja, das halte ich mich nicht für Spinnern, ich befasse mich seit Jahren oder seit mittlerweile schon seit 25 Jahren mit Esoterik. Ich will mir jetzt die Worte ausmachen. Entschuldigung.
Und ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, oder ich weiß auch, wie ich das schaffen kann, mich auf dieses vorzubereiten, also nicht mehr wiederzukommen. Wenn tot, dann tot, dann ist für mich tot. Und ich glaube auch, diese ganzen Reinkarnationen, das hat einen Grund, weil man kommt halt wieder, solange man noch nicht fertig ist. Es kann nicht sein, dass ein Mensch nur seine 30 bis 80, 100 Jahre lebt und weggeht und nie mehr wiederkommt. Das kann nicht sein. Der wird da an den Fehlern, die er in seinem letzten Leben gemacht hat, angesetzt. Er bekommt sozusagen die Chance, was zu verändern. Und ich glaube, also ich für mich mittlerweile, glaube ich, bin bereit für die Ewigkeit. Und ich sehne mich danach, nicht, dass ich hier Freitod und so weiter, Selbstmord, Suizid, da denke ich überhaupt nicht dran. Das darf man auch nicht, das ist verboten. Schaut euch den blutigen Himmel an. So, ich höre mal auf, weil das Video ist sowieso jetzt gleich zu Ende. Haltet mich bitte nicht ganz viel verrückt. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss.